Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Hätte gedacht, er sagt jetzt vielleicht irgendwas noch zu Verstappen, was da passiert ist. Aber es würde mich irgendwie schon interessieren, was da passiert ist. Ferrari ist genau hinter mir. So, und jetzt auf Fett. Er könnte mich die ganze Zeit überholen. Der Ferrari. Oh, endlich. Jetzt bin ich wieder vor ihm. Was hat das jetzt ihm gebracht? Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie an. Komm diese Runde rein. Wen habe ich rausgehauen? Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Ich hab fast ab noch... Ne, wen habe ich denn jetzt rausgehauen? Alter, was ist denn hier los? Wen habe ich denn da jetzt rausgehauen? Swole! Ich habe Swole rausgehauen! Alter! Wenn es so weitergeht, bin ich erster Platz am Ende. Und kann trotzdem noch vor dem Rennende rausfliegen. Fahrer vor mir. Na gut, jetzt geht das nämlich wieder los. Ich warte, bis ich Platz 17 bin. Damit da einsieht, jo, okay, da war was. Da ist was passiert. Ja, ich gehe auf den Minions, genau. Ich will aber nicht wechseln. Okay, ich will doch wechseln. Fahrer vor mir. Ericsson liegt vor dir. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit. Lag bei 1 Minute 36,3. Blaue Flagge, blaue Flagge. Boxenstopp. Bestätigt. Kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Oh, die nächsten 5 Sekunden Strafe weg. Runde 19. Die geben jetzt keine Weißen. Die geben jetzt keine Weißen, nein. Die geben mir echt Weiße. Ich hab doch... Oh nein, weil ich zurück... Oh, fuck. Los, los, los. Ah. Och nein. Nehmt jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden.
die Weißen halten am längsten. Wenn ich gut bin, fahre ich jetzt sogar nicht durch. Weiß ich nicht. Fahrer vor mir. Das Fenster hier. Nein, 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 nein. Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie an. Kommt diese Runde rein. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Thomas ist gerade in die Boxengasse abgebogen. Er ist an der Box. Na, dann soll ich jetzt reinfahren oder was? So eine verdammte Scheiße! Wegen Sainz habe ich jetzt nicht. Dann soll aber auch kommen hinterher. Fahrer vor mir. Ich fahre jetzt erstmal so weiter. Auch wenn es der blanke Horror ist, so zu fahren jetzt. Jo, das schiebt mich. Nice. Blaue Flagge. Die hätten jetzt alle Platz. Und ich bekomme wieder 5 Sekunden. Pass auf. Da wurde ich jetzt geschoben. Es kotzt mich an. Das kotzt mich richtig an. Ich habe jetzt so angestrengt, die ganzen Fahrten zu machen. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Also, ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich bin ehrlich und beende die Saison und möchte nicht nochmal vom Neuen starten. Ich gebe jetzt auch mal mein Tier was zu essen. Jedenfalls bin ich 18. geworden. Oder sogar 17. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Jeder Fahrer träumt von diesem Moment. Es war ein unglaublicher Grand Prix und hier kommen nun unsere Top 3 hinaus auf das Podium.
Dreimal Ferrari, kannst Stefan, mich mal. Wer war dein Fahrer des Tages? Julian Palmer hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Also hat er meine Stimme. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. 17. mit 3 Stops. 72. Ich hab 10 Strafen bekommen. Oh, Alter. Warte mal. Beendet. Wie geht denn? Wo war denn das? Eigentlich war das doch Rennleitung. Ich würde gerne sehen, warum der rausgeflogen ist. Ach so, Vorfälle. So, hier. Kurve abgekürzt. Kollision, Totalschaden. Steht nur da, schade. Na gut, Leute. Mechanisches Versagen. Red Bull Racing. Gut. Ich würde mal sagen, was ist mit diesem Part? Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen oben. Wenn nicht, einen Daumen unten. Schreibt mir einen Kommentar, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir das kaufe oder nicht. Ich gucke mir noch mal den Preis an. Und nächstes Mal sehen wir noch mal was Bestimmtes. Und dann bis zum nächsten Mal. Zeigt euch mir das Wort. Ciao, ciao.